Ich sehe halt einfach Garage wie ein Familienmitglied. Also für mich ist immer Garage im Vordergrund. Und dann kommt Freizeit. Also, sie haben sich halt daran gewöhnen, dass man einem 17-Jährigen sagt, was er zu tun hat, oder? Der Bleon ist 19 und hat eine eigene Autogarage. Wie das dazu gekommen ist und wie das es ist, in diesem Alter so viel Verantwortung zu haben, erzählt er uns heute. Ich habe mit jungen Jahren angefangen, meinem Vater helfen in der Garage. Er hat mich am Samstag mitgenommen, Autos abschleppen. Und dann habe ich so einen Block, so einen Stundenblock, habe ich meine Stunden aufschreiben. Und dann ist am wie bei den normalen Leuten, also, die älter sind, ist am Ende des Monats abgerechnet worden. Und dann habe ich auch meinen Lohn bekommen. Ich bin auch im Kindergarten, haben die Lehrer meine Eltern angerufen und gesagt, dass sie ein Mühe haben, weil ich immer der Chef sein will. Ob Continental, weil Pirelli ist momentan nicht lieferbar, muss ich sagen. Bei mir war eigentlich immer klar, seit ich in der 5. oder 6. Klasse war, dass ich mal mein Unternehmen habe. Dass ich nicht irgendwo angestellt sein will, sondern dass ich mein eigener Chef bin. Oder? Im Leon ist seine Mutter hier geboren. Sein Vater ist im Jahr 2000 vom Kosovo in die Schweiz gekommen. Zusammen haben sie die Autogarage aufgebaut. Später ist noch das Bauunternehmen dazugekommen, das heute rund 25 Mitarbeitende hat. Wann hat sich das abzeichnet, dass der Leon das Geschäft wird übernehmen? Eigentlich sehr früh, weil der Leon, mein Mann, hat ihn natürlich immer mitgenommen. Das ist so, er ist am Samstag oder was auch immer. Und hat auch seine Kleider. Es war ganz wichtig, dass der Leon auch mit den Kleidern angelegt ist. Und er hat das richtig gerne gelebt. Und er hat eigentlich, sage ich jetzt einmal, sehr früh, 12, er hat immer gesagt, das ist mein Geschäft. Das ist mein Geschäft. Und ja. Ich würde sagen, die grösste Herausforderung war das, dass ich meine Lehre erfolgreich absolviere und gleichzeitig noch die Garage aufziehe. Ich habe zwar nicht jeden Abend in der Garage verbracht, aber ich habe viel Zeit in der Garage verbracht. Und ich habe mir dort alles aufgebaut. Ich habe jeden Abend nachher das Büro gemacht. Ich habe Sachen vorbereitet für die Mitarbeiter am Morgen. Also, es hat einen Moment gegeben, wo ich gemerkt habe, hey, langsam wird es heiß. Weil nachher die Schule darunter gelitten hat. Und dann habe ich mich ein bisschen abbremsen. In der Garage, wo ich mal nachher ein Gespräch im Lehrbetrieb hatte, dass eben das Schulische darunter leidet. Und ich habe die Heime gehört und recht zusammengeschissen. Und dann haben sie mir wirklich verboten, dass ich die Garage weitermachen darf. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Also, wir sind dann, ich weiss auch noch, angefangen zu brüllen. Weil ich sehe halt einfach Garage wie ein Familienmitglied. Ich bin mit dem aufgewachsen. Das ist wie wenn, wie wenn ein Teil von dir mitgeht. Oder? Hat das etwas mit dir gemacht, als du die Garage übernommen hast? Zu wissen, dass ich etwas übernehmen darf, was meine Eltern sich jahrelang aufgebaut haben, ist natürlich, das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe gewusst, hey, sie vertraut mir. Als ich sie nachher übernommen habe, habe ich auch gewusst, dass ich auch immer noch meine Eltern als Stütze noch habe, wenn mal etwas ist. Aber es war ein recht aufregender Moment. Der Bleon führt seit letztem Sommer die Garage mit 5 Mitarbeitern. Mitarbeiter, die haben mich immer ernst genommen. Mal ein klein weniger, mal ein klein mehr. Es war einfach so auch das, sie mussten sich halt daran gewöhnen, dass wir jetzt einen 17-Jährigen, dort war ich 17, dass man einem 17-Jährigen sagt, was er zu tun hat. Oder? Bei den Kunden war es nicht immer so einfach, dass er so jung sei, sagt der Bleon. Doch mit der Zeit sei auch das kein Problem mehr gewesen. Sie haben mich ja schon als klein gesehen und ich muss jetzt sagen, mit den Kunden habe ich es jetzt wirklich gut überstanden, die Zeit. Die haben sich nachher auch wirklich das Vertrauen bei mir aufgebaut, weil heutzutage, ein Auto ist halt, wenn man etwas falsch macht, das ist auch lebensgefährlich, oder? Wie ist es für dich? Du lebst in einer Generation, der ihr nachher sagt, dass sie nicht möchten Vollzeit arbeiten. Und ich merke das ehrlich gesagt auch, obwohl ich noch selber in dieser Generation bin. Aber es kommt mir auch so vor, als ich 40 bin und jetzt hier reinschauen, oder? Die heutige Zeit, es ist schwierig geworden, auch was Lehrlinge anbelangt. Lehrlinge finden, jemand, der wirklich etwas aus dem Leben etwas machen will. Und darum ist es mir wichtig, dass man die Menschen, also die jungen Menschen, formt.
Beim Leon steht die Garage an erster Stelle. Er arbeitet 7 Tage in der Woche. Ich habe ihn gefragt, ob er überhaupt noch Freizeit hat. Also für mich ist immer die Garage im Vordergrund. Und dann kommt Freizeit. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel morgen Garage nicht mehr hätte. Ich denke, das würde mich auch psychisch mitnehmen.